den Lauf der Zeit. Zeigt Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen. Wählst den Tod für meine Rettung. Schönen guten Morgen und ich habe euch einen Psalm mitgebracht und zwar Psalm 103, Verse 1 bis 5. Den kennen bestimmt ganz viele. Da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst,
wie ein Adler. Halleluja. Und ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, wie dein Keller aussieht. Ich weiß nicht, wie viel Gedanken in deinem Kopf rumschwirren. Und ich weiß, manchmal kommt man in den Gottesdienst und man fühlt sich so wirklich gar nicht nach Gottesdienst. Und man fühlt sich so gar nicht nach Gott anbeten und so. Aber ich will euch heute einfach ermutigen. Der Psalm, den hat David geschrieben und er spricht zu seiner Seele, er sagt, hey Seele, hey Gefühle, hey Verstand, hey Wille, ich spreche zu dir und ich sage, lobe den Herrn, meine Seele, lobe ihn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, weil die Wahrheit ist, dass Gott immer noch die Kontrolle hat und dass Gott immer noch der König ist und dass Gott immer noch alles in seiner Hand hält. Und deswegen lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Können wir das mal alle gemeinsam sagen? Sagen wir mal, lobe den Herrn, meine Seele. Sag mal jeder, hey Seele, lobe den Herrn. Hey Seele, vergiss nicht, was Gott für dich getan hat. Da ist Vergebung. Da ist Heilung. Ich bin gekrönt. Und ich bin jung wie ein Adler. Amen. Amen. Du bist so erhoben, oh Herr.
zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank, dem der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist so. Sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich. Dank sei dir, Dank sei dir, Jesus, wir danken. Unvergleichlich gut, Jesus. Und heute Morgen wollen wir deine Güte preisen, Jesus. Dich groß machen, Herr, du hast schon so viel getan in unserem Leben. Herr, du bist unvergleichlich gut. Und wir schauen heute auf dich und wir danken dir, dass du hier bist, dass du nicht fern bist, sondern dass du genau hier bist. Und deine Gegenwart kann alles verändern. Herr, wir wollen uns heute Morgen öffnen, unser Herz aufmachen für deine Gegenwart. Für das, was du heute Morgen zu uns persönlich sprechen willst. Thank you.
Thank you.
Du bist ein Gott, der uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ein Gott, der uns krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Du bist unsere Krone. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Gott, wir beten dich an. Halleluja. Diesen Psalm hat David geschrieben zu einer Zeit, da wo das Volk Israel noch Tiere schlachten mussten zur Vergebung der Sünden. Inzwischen kam Jesus auf diese Erde. Inzwischen kam Jesus. Er gab sein Leben, nachdem er ein perfektes Leben geführt hat, als ein Opfer für uns. Er starb am Kreuz, um uns alle abzuholen und uns alle zu erheben auf eine neue Dimension, in eine neue Ebene in der Gemeinschaft mit dem Himmel. So er ruft sein Volk, Jesus kam und er ruft seine Menschen, wollt ihr Gemeinschaft haben mit mir? Er gab sein Leben, er gab sich selber für uns, um uns zu erheben, um uns zu krönen. Halleluja, danke Jesus. Und so hat Jesus gesagt, bevor er an das Kreuz ging, dass er sich sehnt danach, mit uns Gemeinschaft zu haben und dass wir immer wieder zusammenkommen sollen und das Abendmahl halten sollen, in dem Bewusstsein, wir nehmen Jesus auf und er schenkt sich selbst uns. Der Himmel schenkt sich selbst uns. Dies feiern wir immer wieder und immer wieder im Abendmahl. Wir können das auch zu Hause tun, alleine tun. Wir können das in verschiedenen Situationen tun, aber wir tun es auch immer wieder in der Gemeinde. Dies ist ein heiliger Bund, ein Bund, an dem der ganze Himmel Anteil nimmt und an dem Gott sich so freut. Oh, dass Jesus freut sich jedes Mal, wenn er sich selbst uns schenken kann. Aber er sucht Menschen, die hungrig ihn aufnehmen. So sind wir froh, dass wir heute wieder dieses Mahl feiern dürfen. Wir dürfen im Glauben Jesus aufnehmen. Wie er sein Leib am Kreuz gab und sein Blut am Kreuz vergoss, so hat er bei diesem Abendmahl gesagt, ich nehme mein Leib, mein Fleisch und gebe es euch zur Speise. Ich nehme mein Blut und gebe es euch zum Trank. Ich selbst, mich selbst gebe ich hin, damit ich mich euch schenken kann. Dies ist der neue Bund, dies ist das neue Testament. Das ist das, was wir feiern, dass wir Jesus aufnehmen im Abendmahl, dass wir Gott aufnehmen, dass wir den Himmel aufnehmen. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, denken wir an diesen Bund des Neuen Testaments. Jedes Mal, wenn wir dieses Mahl feiern, feiern wir dies, dass wir sagen, Herr, ich mache mich abhängig von dir, ich nehme dich auf. Und Jesus sagt, ich habe alles gegeben für dich. Willst du alles geben für mich? Wenn wir diese bekannten Worte im Brief an die Korinther lesen, 1. Korinther 11, da sagt Paulus, denkt daran, wenn ihr dieses Mahl haltet, dass es um den Leib des Herrn geht, dass es darum geht, dass wir uns mit Gott verbinden, er sich mit uns und dass wir miteinander stärker in Verbindung treten. Der Leib des Herrn sind wir alle gemeinsam, alle zusammen. Und so möchten wir immer wieder sagen, wenn du sagst, ja Gott, ich will deine Segnungen, aber ansonsten will ich mein eigenes Leben leben, dann sagen wir, nimm nicht von dem Abendmahl, sondern zuvor sollst du dich entscheiden und sagen, ich möchte, so wie du alles für mich gabst, möchte ich alles für dich geben. Und so ruft uns Gott in eine völlige Hingabe. Dieses Abendmahl ist ein Bekenntnis zur völligen, zu meiner und deiner völligen Hingabe an Gott.
Dieses Abendmahl ist das Bekenntnis, in dem du sagst, Jesus, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für dich, weil du für mich gelebt hast und weil du alles für mich gegeben hast. Die Einladung ist da vom Himmel. Gott will sich uns schenken, aber er ruft uns auch, dass wir uns ganz ihm hingeben, dass wir sagen, Herr, ich gebe alles, ich lebe für dich. Dann dürfen wir dieses Mahl nehmen. Wir dürfen auch daran denken, dass es um den Leib des Herrn geht, wie ich gesagt habe. Das heißt, es geht um alle Gläubigen, um die ganze Gemeinde. Und es geht darum, dass ich allen Menschen vergebe. Halleluja. Wenn du sagst, dem und dem mag ich nicht vergeben, dann sei vorsichtig und nimm das Abendmahl nicht. Aber Jesus selbst ist gekommen und er hat gesagt, ich habe dir alles vergeben. Der dir deine Sünden vergibt, der heilt deine Gebrechen, er bringt dich zurecht, er heilt deine Seele, er heilt deinen Leib, er vergibt dir alle Schuld. Oh, er löst dein Leben vom Verderben und er krönt dich mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Oh, was für eine Einladung. Wie können wir da Nein sagen? Wir sagen Ja, Jesus. Oh, ich vergebe. Ja, ich nehme dich auf. Ja, ich gebe mein Leben dir. Oh, danke. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Danke, Jesus. Wir dürfen uns aufstellen. Oh, wer alle, die teilnehmen wollen, an dem euch die Reihe aufstellen und nehmen das Abendmahl, nehmen es mit an Platz und wir nehmen es dann zusammen ein. Ich werde dann nochmal die Einsetzungsworte lesen. Dürft ihr jetzt gleich nach vorne kommen. Danke, Herr, du hilfst uns zu verstehen, dass wir gekrönt werden vom Himmel, dass wir gesegnet werden von dir. Es geht darum, dass du uns erheben willst, dass du uns heilen willst, dass du uns mit dir verbinden möchtest. Danke, Jesus. Danke, Herr. Enough.
Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib, gegeben für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Nahm auch den Kelch nach dem Mahl und er sagte: Dieser Kelch ist das Blut des Neuen Testaments, das Blut des Bundes, vergossen für euch. Nehmt diesen Kelch, ich biete ihn euch an, trinkt alle daraus. Danke, Gott, dass wir dich aufnehmen dürfen. Wir beten dich an. Thank you.
wir wollen uns noch ganz kurz Zeit nehmen, einfach für Augsburg zu beten und Landkreis Augsburg und da, wo diese ganzen, auch darüber hinaus, wo überall jetzt diese ganzen Überschwemmungen sind. Und ich habe einen Bibelvers dazu. Das ist wirklich genial. In der Bibel finden wir für jede Situation den passenden Vers. Und es ist Psalm 93, Verse 1 bis 4. Da heißt es, der Herr regiert als König. Er hat sich mit Majestät bekleidet. Der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht. Auch der Erdkreis steht fest und wird nicht wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn, von Ewigkeit her bist du. Die Wasserströme brausen, o Herr, die Wasserströme brausen stark und die Wasserströme schwellen mächtig an. Doch mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswogen ist der Herr in der Höhe. Halleluja, Jesus, wir sagen dir so danke dafür, dass mächtiger als jedes Wasser brausen und mächtiger als jeder ansteigende und reisende Fluss, mächtiger als das bist du, Herr. Und wir sagen heute, wir wissen, du hast alles unter Kontrolle. Es gibt keine Situation, die dir entgleitet, Herr. Und Jesus, heute beten wir, Herr, wir befehlen jeden Wassermassen, dass sie zurückweichen müssen im Namen von Jesus Christus, Herr. Wir befehlen den Flüssen, dass sie aufhören müssen, den Wasserspiegeln, dass sie nicht mehr weiter steigen dürfen in Jesu Namen. Wir befehlen jedem Regen, der vielleicht noch irgendwo ist, Herr, dass er jetzt aufhören muss im Namen von Jesus Christus. Herr, durch die Autorität, die wir haben, durch Jesus Christus, durch den Namen von Jesus Christus, Herr, befehlen wir diese Wassermassen zurück. Wir befehlen die Keller trocken, Herr. Wir befehlen Engel an die Brücken noch festhalten. Wir befehlen Engel, die noch mithelfen, die Keller auszutrocknen und wo auch immer noch Hilfe benötigt ist, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du alles unter Kontrolle hast. Jesus, wir danken dir für übernatürliche Lösungen, wo jetzt vielleicht auch Keller kaputt gegangen sind, wo wir Sachen verloren haben. Jesus, ich danke dir für übernatürliche Lösungen, für Versorgung in allen Bereichen, Jesus. Wir sagen, was der Teufel geklaut hat, das muss er siebenfach zurückerstatten, weil so steht es in deinem Wort, Herr. Und wir sagen, da, wo Sachen kaputt gegangen sind, wo wir Sachen verloren haben, Herr, wir sagen siebenfache Zurückerstattung im Namen von Jesus Christus. Herr, wir danken dir, dass wir Sieger sind in jeder Situation und dass wir als Sieger auch daraus wieder hinauslaufen in Jesu Namen. Herr, ich danke dir für Hoffnung, da, wo es irgendwie hoffnungslos aussieht, Jesus. Ich danke dir für neuen Mut, da, wo Mutlosigkeit sich breit gemacht hat. Jesus, ich danke dir, dass du in Kontrolle bist, dass du alles in deiner Hand hältst. Jesus, wir sagen, die Wahrheit ist, du schaffst immer einen Weg. Auch wenn es aussieht, als ob es keinen Weg gibt, Jesus, du schaffst immer einen Weg. Und wir danken dir dafür, Jesus. Wir danken dir. Danke, Jesus, für Gnade, danke für Schutz, danke für Bewahrung, danke für übernatürliche Lösungen, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du größer bist als alle Wassermassen und du bist größer als alles andere. Wir sagen, Gott, du bist immer noch der Herr und du hast alles in deiner Hand. Jesus, wir loben dich, wir preisen dich und wir feiern deinen Sieg und wir danken dir, dass du alles. Ja, wir beten, Herr, für Augsburg, für den Landkreis, für die Umgebung, Jesus, für überall da, wo diese Überschwemmungen sind. Herr, wir danken dir, dass du da mittendrin stehst. Wir danken dir, Jesus, und wir jubeln und wir feiern, weil wir wissen, dass das Endergebnis richtig gut werden wird, weil mit dir zusammen, Herr, immer alles uns zum Besten dienen muss. Und auch das muss uns, dein Wort sagt, Herr, denen, die dich lieben, denen wird alles zum Besten dienen. Danke, Herr, dass das unsere Wahrheit ist. Das muss uns zum Besten dienen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Können wir mal Jesus einen Applaus geben? Amen, Amen. Ihr dürft euch setzen. Ach, ich finde es einfach genial, dass mit Gott unterwegs zu sein, herrlich. Yes, unser Gott verliert nie die Kontrolle. Und ja, wir möchten jetzt auch noch die Kollekte einsammeln. Und wir dürfen Gott wirklich in jedem Bereich unseres Lebens voll vertrauen und richtig vertrauen. Und er sorgt für uns. Er sagt, nicht mal die Vögel müssen sich Sorgen machen um Essen.
Und wie viel mehr liebt er uns, wo wir doch in seinem Ebenbild geschaffen sind und seine Lieblinge sind, seine Lieblingskinder sind. Wie viel mehr sorgt er sich um uns und wir werden uns nie um was sorgen müssen. Halleluja. Und ich bete kurz dafür und dann werden die Ordner rumgehen. Jesus, danke, dass wir dir in allem vertrauen dürfen, Herr. Und ich segne gerade jetzt jeden Haushalt, der auch hier vertreten ist im finanziellen Bereich. Jesus, danke, dass das die Wahrheit ist. Herr, wir geben, aber Jesus, du gibst im Überfluss und du versorgst in allem und in jedem Bereich, Jesus. Danke, 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 dass wir keinen Mangel leiden müssen, weil du mit uns bist. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Die Ordner dürfen rumgehen und dann haben wir noch ein besonderes Anliegen und dafür dürfen einmal der Michael darf nach vorne kommen und die Doris. Und die werden euch sagen, worum es geht. Ja, wir wollen heute die Doris segnen und aussenden. Und die Doris wird ein paar Worte dazu sagen, was sie tut, wohin sie geht und was sie dort auch aufbauen möchte im Reich Gottes. Danke, Michael. Ja, die meisten von euch wissen, dass ich im letzten Jahr so ungefähr 3 Monate in Israel war. Und ich habe dort in Israel Mitarbeiter vom Tom Hess Gebetshaus kennengelernt. Das ist auch auf dem Ölberg. Das ist das älteste Gebetshaus in Jerusalem. Und ja, da ist eine Freundschaft entstanden zwischen José und seiner Verlobten und mir. Und wir haben einiges unternommen damals. Und José, der hat mir immer wieder erzählt, dass er eine Vision hat. Er ist Venezuelaner und er hat eine Vision, in Venezuela ein Gebetshaus zu gründen. Und er hat mir ab und zu erzählt, wie das Haus aussehen soll und so weiter. Gut, jetzt ist er in Venezuela. Seine Verlobte ist jetzt auch dort. Und dann haben sie gesagt, Doris, du musst unbedingt kommen. Wir haben jetzt ein Haus gefunden und wir möchten da jetzt ein Gebetshaus starten. Und wir würden uns freuen, wenn du uns unterstützt. Und ja gut, ihr habt gerade Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme. Es ist jetzt nur für einen Monat, aber ja. Und da werde ich jetzt dahin fliegen. Und das Interessante ist, das ist genau in einem Gebiet, da haben vor ungefähr 170 Jahren waren da die ersten Christen aus Deutschland dort. Und da kam eine Erweckung durch deutsche Missionare. Das werde ich noch herausfinden, da gibt es dort ein Museum dazu. Und von daher ist auch wichtig die Connection zu Deutschland, weil das Thema ist, dass ich auf dem Herz habe, die alten Brunnen aufzugraben dort, die alten Brunnen der Erweckung. Und da sehe ich jetzt meine Funktion. Und da gibt es richtig eine deutsche Kolonie dort. Da sieht es aus wie im Schwarzwald. Die haben Fachwerkhäuser dort. Und es ist echt spannend, wenn ihr googeln wollt, Colonia Tovar heißt. Ja, und ich freue mich, dass ich da jetzt in einer guten Woche hinfliegen darf. Und danke, dass ihr mich segnet. Das ist sehr wertvoll, weil da braucht man viel Segen. Es ist ein Pilotprojekt und ja, danke. Danke, Doris. Wir können alle aufstehen und auch die Hände zur Doris hinstrecken und sie alle segnen. Ja. Apropos Versorgung, ich bin auch wieder versorgt worden. Als ich es jemand erzählt habe, hat die Person sofort gesagt, du, ich zahle dir den Flug. Also Gott ist einfach immer dabei, das ist super. Sehr gut. Ja, dann segnen wir jetzt die Doris. Und ich möchte dir ein Wort aus Josua 1 mitgeben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und jedes Land, worauf du deine Füße setzen wirst, will ich dir geben. Herr Jesus, segne du die Doris, wenn sie nach Venezuela geht. Herr Jesus, segne sie und lass sie wirklich die alten Brunnen Jakobs dort ausgraben helfen, dass das Wasser des Lebens wieder sprudelt und fließt. Danke, Jesus, du segnest sie, du gibst ihr Kraft,
Du gibst ihr Stärke. Du gibst ihr Furchtlosigkeit und Mut. Danke, Herr, du sorgst für sie. Du bist mit ihr. Und wir danken dir, dass du deine Liebe, deinen Segen, deine Salbung auch für diesen Dienst auf sie legst. Danke, Jesus. Amen. 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 Ja, heute wird es keinen Kindergottesdienst geben, aber für die kleinen Kids, die vielleicht ein bisschen unruhig werden oder so, wir haben oben in dem hinteren Raum, wenn man die Treppe hochgeht nach hinten, eine Übertragung. Da ist ein großer Fernseher und da wird der ganze Gottesdienst auch mit übertragen. Das heißt, auch Eltern, die mit den Kiddies mitgehen, verpassen trotzdem den Gottesdienst nicht. Genau, dann freue ich mich, dass heute der Samuel predigen wird. Heißen wir ihn doch mal ganz herzlich willkommen. Ja. Ja, ich möchte zum Anfang kurz beten. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für dein Opfer, das du uns geschenkt hast, für dein ganzes Leben, für deine ganze Hingabe, Herr, in uns, in unser Leben hinein, dass wir wieder Zugang haben dürfen zum Vater im Himmel, Herr, dass du diesen Weg freigemacht hast, Jesus. Und ich bitte dich jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du ja deine Worte uns groß machst, dass das, was du tun möchtest, was du sprechen möchtest, Herr, dass das ausgesprochen wird, Herr, dass du heute die Herzen berührst, jeden Einzelnen, so wie er es braucht. Ich danke dir, Jesus, für deine Gnade, für deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Amen. Amen. Ja, ich möchte heute über einen Bibelvers sprechen, auf den wir hier auch als Gemeinde oder das eine der Säulen eigentlich hier in der Gemeinde ist, und zwar das größte Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Und ich möchte einfach dazu uns ein bisschen anschauen, was bedeutet das für unser Leben. Und genau. Schauen wir uns das mal an. Matthäus 22, 36, Vers 40 steht: Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Markus steht dann unten dran noch der Zusatz: Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen und uns das mal zusammen anschauen. In der Bibel sagt Jesus selbst, das ist das wichtigste Gebot überhaupt. Alles, was wir befolgen können, ist in diesen zwei Punkten zusammengefasst. Und bevor wir dort reingehen, möchte ich kurz in die Bibel mal reinschauen. Was war Jesu Motivation? Warum ist er auf die Erde gekommen? Was hat es ausgemacht? Warum kann er das hier so zu seinen Jüngern sagen? Wenn wir uns vorstellen, Jesus war im Himmel in der totalen Einheit mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, komplett in der Einheit. Er hatte alles, was er brauchte. Er hatte Liebe, er hatte Versorgung. Er lebte dort zusammen mit seinem Vater. Doch was er gesehen hat im Himmel, war das Herz des Vaters. Wie sich er nach den verlorenen Menschen sehnte, dass sie wieder versöhnt werden mit ihm zusammen. Ich kann mir vorstellen, als Jesus gesehen hat, dieses Herz des Vaters, wie es geschlagen hat für die verlorenen Menschen, für die Verlorenheit, wo er das gesehen hat, wie Jesu Herz angefangen hat, diese Sehnsucht aufzunehmen in sich selbst und wie er da in seinem Herzen gespürt hat, hey, ich will dieses Verlangen des Vaters stillen. Ich gehe auf die Erde, ich möchte diesen Auftrag annehmen. Und ich möchte die Menschen wieder versöhnen mit dem Vater im Himmel. Und deshalb ist er auf die Erde gekommen und hat alles aufgegeben im Himmel. Er war dort Herrscher, König, Majestät, alles hat ihm gehört. Und er hat alles aufgegeben, um auf die Erde zu kommen, um uns wieder zu versöhnen mit dem Vater. Und deshalb wollen wir uns mal kurz in das Herz Jesu hineinblicken. Jesus sagt von sich selbst: Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und was der Vater tut, das tue ich genauso.
Und der Vater liebt den Sohn. Er zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Taten zeigen. Taten, über die wir staunen werden. Hier können wir etwas sehen bei Jesus. Jesus hatte eine solch innige Beziehung. Er war sich so bewusst über die Liebe des Vaters. Und aus dieser Liebe heraus kam seine Hingabe, denn er war sich dieser Liebe total bewusst. Und darum handelte Jesus total selbstlos. Er war nicht angewiesen auf Lob, Anerkennung von anderen, sondern einzig und allein auf von Lob und Anerkennung von seinem Vater. Auch wenn wir in die Bibel weiter reinschauen, könnt ihr eins weitermachen? Okay, jetzt geht's wieder. Da können wir auch sehen, ich habe ein paar Bibelstellen rausgesucht und hier können wir auch etwas von Jesu Herz sehen. Wenn wir Matthäus reinschauen, Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Oder in Lukas sehen wir, als Jesus sich der ganzen Stadt näherte, die vor ihm lag, da sah er sie und weinte über diese Stadt. Also wir sehen, wie er über eine ganze Stadt auch bewegt ist, über Menschen bewegt war. Oder in Lukas können wir sehen, und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. So auch hier sehen wir wieder das Herz Jesu. Er war voll Emotionen, er war voll Mitleid für die Menschen um ihn herum. Über ganze Volksmengen können wir sehen, wie er Mitleid und ergriffen war, weil sie wie Schafe ohne Hirten gewesen sind. Wir können sehen, wie er über eine ganze Stadt weinte, weil er gesehen hat, wie verloren diese Stadt ist, weil diese Stadt ihn nicht erkannt hat und nicht angenommen hat. Und wir können auch sehen, wie er Einzelnen persönlich begegnet und ergriffen war. Und aus dieser Ergriffenheit und aus dieser ja auch teilweise Emotionen, die ihn bewegt hatte in seinem Herzen, heraus handelte Jesus. Und tat seine Wunder. Und das führte ihn auch dazu, dass er total selbstlos gewesen war und sich komplett hingegeben hatte. Auch hier können wir wieder was sehen. Jesus hatte nicht nur innerlich, er war nicht nur innerlich bewegt, sondern sein Handeln können wir sehen, was hat es ihn oder zu was führte es ihn. In der Bibel können wir nachlesen, in Johannes 15, 13 zum Beispiel, dass er sein Leben lässt für die Freunde. Er gab sein ganzes Leben hin. Oder Matthäus 20 können wir sehen, dass er diene und gebe sein Leben. Oder Markus 14 können wir auch sehen, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Also hier sehen wir auch wieder, Jesus war total hingegeben, er gab sein ganzes Leben total hinein. Er hielt nichts zurück. Er sah diese Sehnsucht des Vaters im Himmel, seinen Schrei für die verlorene Menschheit und tat alles, damit er auf diesen Herzensruf antworten konnte. Er hielt nicht mal an seinem eigenen Leben fest und gab es am Kreuz für uns, damit wir wieder mit dem Vater im Himmel versöhnt werden können. Wir haben das vorhin schon gefeiert zusammen, auch in dem Abendmahl. Und die Frage ist, wie schaut unsere Antwort darauf aus? Jesus hat alles gegeben. Er hat sein ganzes Leben uns hingegeben. Und wie schaut unsere Antwort darauf auf? In der Bibel steht in Römer 12, Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. In Epheser 5, 2 steht, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das heißt, hier wird uns eine Antwort gegeben, wie wir auf Gottes Liebe, auf seine Barmherzigkeit antworten können. Und das führt uns in das größte Gebot hinein. Wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und das Gebot war, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und die Frage ist auch, was bedeutet es, Gott zu lieben? Was heißt es für uns heute? Gott lieben können wir auch übersetzen mit Gott anzubeten, ihn anzubeten. Und was bedeutet Anbetung für uns? Echte Anbetung
fängt dort an, wo wir auf Gott antworten und nicht auf Musik. Ich liebe Musik, ich liebe Lobpreise. Ich habe so genossen, jetzt gerade vorhin auch den Lobpreis einfach vor Gott zu stehen. Aber Anbetung ist noch viel, viel mehr. Anbetung geht viel weiter. Anbetung heißt, sein ganzes Leben wirklich ihm hinzugeben, auf Gott zu antworten. Das bedeutet, beziehe Gott in deinen Alltag ein. Lebe im Alltag die Werte Gottes. Sei ehrlich, aufrichtig. Wenn du im Gespräch mit anderen Menschen bist, sei bereit, über deinen Glauben zu sprechen oder einen Eindruck weiterzugeben, den du empfangen hast. Wenn andere schmutzige Witze machen, mach nicht mit. Rede nicht negativ über deine Kollegen, Chef. Sei bereit, Menschen, die dich vielleicht ausgrenzen wollen, zu akzeptieren, weil du dich nach Gottes Werten richtest. Das heißt, das ganze Leben, unser ganzes persönliches Leben steht dahinter. Und das kommt da auch mit ins Spiel. Wenn wir in der Welt stehen, wenn wir bei unseren Arbeitskollegen stehen, wenn wir in der Schule sind und unseren Glauben bekennen und die Werte Gottes leben, uns nach ihm ausrichten, sind wir dann bereit, das auch wirklich zu leben und wirklich zu tun? Wir sagen oft, und es fällt uns so leicht, ich gebe mein ganzes Leben hin. Gerade im Lobpreis fällt es so leicht. Ich gebe mein ganzes Leben dir hin. Ich lege mein Leben nieder. Aber wenn wir dann draußen sind, mit anderen Menschen zusammen sind, der andere uns angefeindet hat und vielleicht negativ behandelt hat und ich bin ungerecht behandelt worden, wie reagieren wir da? Reagieren wir da wirklich und gegen unser Leben nieder? Geben wir uns ganz Gott hin und sagen, liebe deine Feinde, wie du es gesagt hast? Sind wir bereit, diesen Schritt zu tun? Und das bedeutet, dass wir über unsere eigenen Sorgen, Ängsten, über unseren Stolz gehen. Wenn wir Gott anbeten, beten wir alle Aspekte Gottes an, nicht nur das, was uns gut gefällt. Wir beten ihn ganz an, mit unserem ganzen Leben. Und selbst hier in der Gemeinde, unter uns Christen, ist es einfach, wenn wir jetzt hier zusammen im Lobpreis sind, dass wir Gott anbeten und ihm alles geben. Aber kaum gehen wir vielleicht hinter zum Kaffee, wie verhalten wir uns dann dort? Ehren wir unsere Nächsten höher als uns selbst? Oder fangen wir dann an mit Klatsch und Tratsch und sprechen übereinander? Wie gehen wir um? Das Leben wird gefordert. Gott möchte unser ganzes Leben, unser Herz. Und er möchte nicht nur einen Teil, sondern wirklich alles. Und das bedeutet, ein lebendiges Opfer zu sein, egal wo wir stehen, dass wir ganz Gott hingegeben sind. In 1. Samuel 16, 17 steht, ein Mensch sieht, was in Gott in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Anbetung muss echt sein. Ich muss meinen, was ich sage. Und es ist wichtig, dass wir authentisch sind. Wenn wir sagen, Herr, ich bete dich an, ich gebe dir mein Leben, meinen wir das wirklich? Ist es wirklich echt? Und ich denke, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns überlegen, auch hier, wenn wir im Gottesdienst zusammen sind und ihn anbeten, mit unserem Herzen zu prüfen, meine ich es wirklich? Oder ist da vielleicht noch irgendwas? Gott will meine echte und ehrliche Liebe. Er möchte nicht, dass wir irgendwas sagen und rausgehen und uns anders verhalten. Gott möchte unsere echte Liebe. Er ist an unserem Herz interessiert. Der größte Störfaktor für meine Anbetung, die bin ich selbst. Meine Interessen, meine Sorgen, die Fragen, was andere über mich denken, das ist der größte Störfaktor in der Anbetung. Wir sollten uns komplett auf Gott fokussieren und nicht auf uns selbst. Weg von uns, auf Jesus. Könnt ihr eins bitte weitermachen? Danke. 2. Samuel 24, 24 steht, ich möchte den Herrn, meinen Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Echte Anbetung, die kostet unseren Egoismus, die kostet unsere eigene Persönlichkeit, wo wir auf uns selbst ja, bestimmt sind. Und das ist das Opfer, was wir zu bringen haben. Unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Sehnsüchte, was ich möchte, die geben wir Gott. Und Gott macht daraus etwas ganz anderes. Es gibt ein sehr interessantes Lied. Ich glaube, Matt Redman hat das geschrieben, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Es gab mal eine Zeit, da war ein sehr bekannter Lobpreisleiter in einer Kirche, war ein sehr, sehr starker Lobpreis immer.
Und Gott hat die ganze Gemeinde, Kirche herausgefordert, keinen Lobpreis mehr zu machen und Gott auf andere Art und Weise anzubeten. Ich glaube, sie hatten ein Jahr lang keinen Lobpreis mehr im Gottesdienst. Und in dieser Zeit, dort entstand dieses Lied. Und ich lese nicht ganz vor, aber einen kurzen Abschnitt dazu. Dort singt derjenige, der das Lied dann geschrieben hat: Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz hinein. Das ist, was Gott sucht. Anbetung ist eine Herzensangelegenheit. Gott sucht unser Herz. Er ist an unserem Herzen interessiert, nicht nach der Äußerlichkeit, nicht nach der Form. Gott möchte unser Herz. Wenn wir als Christen so eine Weile unterwegs auch sind, gibt es immer wieder so Situationen oder auch Zeiten, ja, da scheint uns Gott plötzlich sehr fern zu sein. Und wir denken dann vielleicht, er hat sich abgewandt. In Jesaja 8,17 steht: Der Herr hat sich von seinem Volk abgewandt, aber ich warte auf seine Hilfe. Ich hoffe darauf, dass er sich uns wieder zuwendet. Anbetung geht auch über unsere Emotionen hinaus. Ich habe vorhin gesagt, ich liebe wirklich Anbetung. Ich liebe es, im Lobpreis zu sein, weil ich spüre Gott dann mir irgendwie so nah und bin so von seiner Gnade und Liebe erfüllt. Aber es gibt auch andere Zeiten, wo wir vielleicht Gott nicht mehr spüren. Und ich möchte da ein kurzes Zeugnis geben, von mir persönlich oder ja. Als ich hier in die Gemeinde zurückgekommen bin und mein Leben wieder neu Jesus gegeben habe, war für mich Lobpreis absolut alles. Ich konnte mich total verlieren da drin. Ich habe Gott angebetet, nicht nur im Gottesdienst, auch daheim abends. Ich habe mir manchmal stundenlang, war ich nur im Lobpreis drin, vor Gott gelegen, geweint, gelacht, wirklich ihn angebetet, total. Und mein ganzes Leben einfach in dieser Zeit hing. Es war ein halbes Jahr oder was, war ich arbeitslos. Also ich hatte auch viel Zeit in dieser Zeit. Ich habe nichts anderes gefunden, aber ich habe Gott wirklich alles total stark dort erlebt in dieser Zeit. Und die hat mich total verändert und auch geprägt. In der Gemeinde irgendwann kam es dazu, dass eine Veränderung geschehen ist. Und zwar, mein Papa ist in den Lobpreis reinberufen worden und er hatte immer das Mischpult gemacht. Er hat die Technik so ein bisschen organisiert außenrum. Und irgendwann kam Pastor Otto dann auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht die Technik machen möchte. Ich war erstmal so, ja, okay, naja, okay, kann ich vielleicht schon machen. Habe mich dann ein bisschen hin und her überlegt. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ich mache das und habe dem zugesagt. Der Papa hat mir eine kurze Einweisung gegeben in das Ding und dann stand ich da vor dem Mischpult mitten im Gottesdienst und sollte das Mischpult bedienen. War für mich eine totale Katastrophe erstmal, also zum einen überhaupt mit dem Ding da umzugehen. Das hat gekrischen und gepfiffen. War ja so toll. Habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich meine, ja, ich bin einfach hingestellt worden und ja, war halt so. Okay, aber was das Krasse war in dieser Zeit, ich habe mich damit eingelernt, habe mich dann zurechtgefunden, das ist nicht das Thema gewesen, aber ich konnte mich nicht mehr auf den Lobpreis konzentrieren. Es war vorbei und ich war nicht nur ein Gottesdienst, ich war jeden Gottesdienst und das Jahre lang. Ja, also, und das hat mein Herz fast zerbrochen. Also wirklich, ich habe mich gesehnt, nach Gott anzubeten, in diese Gegenwart reinzugehen, ihn zu spüren. Und das war weg. Ich konnte nicht mehr. Und dann gab es noch die Zeiten daheim, aber auch da in der Arbeit wurde es mehr, die Zeiten wurden weniger. Und da war ein Schrei da. Ich habe Gott nicht mehr gespürt. Und ich habe mir echt gedacht, hey, was geht ab? Ist das wirklich das, was ich will, an dem Mischpult zu stehen? Und irgendwann hat mich Gott doch rausgefordert und hat gesagt, hey, bist du bereit, dein Leben da reinzugeben? Ja, und ich habe gesagt, Herr, für dich tue ich es. Aber emotional war es nicht einfach. Es war schwierig. Es war richtig schwierig. Und nach kam ich dann wieder mehr rein in den Lobpreis. Aber es ist tatsächlich so, auch heute noch, wenn man irgendwo hier dient, ja, es ist ein Dienst an Gott. Aber wenn wir Gott dienen, dann geht es nicht um unser Herz, um das, um unsere Wünsche, sondern es geht um Gott, was er möchte. Gott verlässt uns nie, doch er hat uns nicht versprochen, dass wir ihn immer spüren. Es gibt Zeiten im Leben, wo wir ihn nicht immer spüren, wo es für uns vielleicht komisch ist,
Aber eine solche Erfahrung ist völlig normal und auch das ist ein Teil unseres Wachstumsprozesses. Was dort geschehen ist in dieser Zeit, da ist eine Festigkeit in mich reingekommen. Ich war nicht mehr so abhängig von diesen Emotionen, muss ich jetzt Gott spüren, sondern eine Festigkeit wuchs in mir. Diese Festigkeit hat mich auch in der Firma dann weitergetragen, weil ich gespürt habe, wie Stabilität in mein Leben reingekommen ist. Gott geht mit jedem andere Wege, aber sind wir wirklich bereit, uns ganz hinzugeben? Und gerade wie gehen wir in diesen Phasen um? Und diese Phasen kommen in einem Christenleben nicht nur einmal, die kommen meistens sogar öfter. Aber wie reagieren wir dort? Ich habe mir hier einen Merker aufgeschrieben, Paulus und Silas Song. In der Hausgruppe bei uns früher waren wir zusammengesessen. Da haben wir dann irgendwann mal so ein bisschen lamentiert über Paulus und Silas. Wie sind die umgegangen in dem Gefängnis? Irgendwann haben wir gesagt, machen wir mal so einen richtigen Paulus und Silas Song, so mit richtig dargestellt und wie es ist. Aber das Krasse ist tatsächlich, Paulus und Silas sind für ihren Glauben ins Gefängnis gekommen, eingesperrt worden. Und sie waren in so einem Pflock drin gehangen, Füße eingekettet, Hände da vorne eingekettet. Also ich stelle mir das wirklich so vor, da gesessen, konnten sich nicht mehr rühren, waren komplett fest. Und was haben sie, wie sind sie mit dieser Situation umgegangen? Es heißt, in der dunkelsten Stunde um Mitternacht, wo es wirklich am dunkelsten ist, fingen sie an, Gott zu preisen, ihn zu loben, ihn zu ehren. Und das ist die richtige Haltung, wie wir in solchen Situationen, die uns treffen, wo es nicht einfach ist für uns, wo wir es nicht verstehen, vor Gott kommen und unser Leben niederlegen. Zweiter Korinther 5, Vers 21 steht, obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Jesus hat alles gegeben. Wenn wir wissen wollen, was Jesus wirklich durchgemacht hat, wie es ihm emotional gegangen ist, dann können wir uns den Psalm 22 mal anschauen. Ich möchte ihn nicht ganz lesen, aber dieser Psalm ist so voll geladen mit dem, was Jesus am Kreuz durchgemacht hat. Ich lese bloß den Anfang. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern ist meine Rettung, ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, rufe ich am Tag, doch Antwort gibst du mir nicht. Und rufe ich in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht. Du aber, du bist der Heilige, du thronst über den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten schon unsere Vorfahren, sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Sie riefen zu dir und wurden gerettet. Und wenn man dann weiterliest, sieht man tatsächlich, wie Jesus sich gefühlt hat, als er am Kreuz gegangen ist. Also kann ich nur empfehlen, lest diesen Psalm. Auch wenn du eine schwierige Zeit durchmachst, schau dir das an. Schau, was Jesus durchgemacht hat für dich. Wenn wir gelernt haben, Gott zu lieben, ihn anzubeten, dann besteht die nächste Aufgabe darin, unsere Mitmenschen zu lieben und das zu lernen. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und wir sind oft so beschäftigt, unser Alltag zu meistern, ein gutes Einkommen zu haben, Rechnungen zu bezahlen, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und das sehen wir oft als zentrales Ding in unserem Leben. Das ist es aber nicht. Das Wichtigste im Leben ist es, lieben zu lernen. Zuerst Gott und dann die Menschen. Wir können das auch sehen in der Begegnung von Petrus mit Jesus. Als Simon Petrus total versagt hatte und Jesus wieder auferstanden war und Petrus durch diesen Prozess hindurchgeführt hatte, in eine tiefere Ebene der Beziehung mit ihm hinein. Und hier sehen wir auch diesen zweiten Aspekt. Jesus fragt Petrus immer wieder, liebst du mich, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, ich habe dich lieb, ich liebe dich. Und die Antwort Jesu darauf ist, führe meine Lämmer zur Weide, weide meine Lämmer. Und das dreimal können wir das sehen. Immer wieder diese Frage, liebst du mich? Ja, ich liebe dich, hüte meine Schafe. Hast du mich wirklich lieb? Ja, du weißt es doch, ich habe dich lieb. Führe meine Schafe zur Weide. Das ist so, wie Jesus sagt, mit anderen Worten, lebe nicht mehr für dich selbst, sondern lebe für mich und für die Menschen um dich herum.
Geh diesen Schritt weiter. Matthäus 25, Vers 40 steht, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Alles, was wir unseren Nächsten tun, das tun wir direkt Jesu selbst. Es ist ein Dienst an Jesus, wenn wir Menschen lieben um uns herum. Und ein Leben ohne Liebe ist nichts wert. 1. Korinther 13, wenn wir lesen, steht es ganz klar. Epheser 5 steht, euer ganzes Leben soll von Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hat. Liebe bedeutet, etwas aufzugeben. Meine Vorlieben, meine Bequemlichkeit, meine Ziele, mein Geld, meine Energie, meine Zeit. Und zwar um eines anderen Menschen willens, nicht um mich selbst. Wir nutzen unser Leben am besten, wenn wir unseren Nächsten lieben. Die Art und Weise, Liebe auszudrücken, eine der besten Art und Weisen ist es, Zeit zu investieren in andere Menschen. Zeit ist eines der kostbarsten Güter, die wir zur Verfügung haben hier auf der Erde. Und wenn wir Zeit mit Menschen verbringen, dann ehren wir das. Ehren wir andere Menschen. Dann schätzen wir andere Menschen wert. Oder Psalm 133,1 steht, seht, wie gut es ist und wie wohltuend, wenn Menschen beisammen wohnen, als wären sie Brüdern und Schwestern. Wir können mit einer großen Menge Gottesdienst feiern, zusammenkommen, aber nur in einer kleinen Gruppe können wir echte Gemeinschaft erleben. Es ist schwierig mit vielen Menschen, wenn wir jetzt hier alle zusammen sind, mit jedem Einzelnen Gemeinschaft zu haben und zusammen zu sein. Aber in der kleinen Gruppe, wenn wir in der kleinen Gruppe zusammen sind, dort entsteht echte Gemeinschaft, dort steht Verbundenheit, dort entsteht echtes Leben. Und unser Leben soll eine Einheit sein, in der jeder Einzelne für den anderen da ist. Gegenseitige Beziehungen aufbauen, Verantwortung teilen, einander helfen. Und das macht den Kern einer Gemeinschaft aus. Und bin ich so dankbar, dass wir hier Kleingruppen bei uns haben, wo wir in Kleingruppen zusammenkommen können und wirkliche Gemeinschaft leben können, unser Leben teilen können. In so einer kleinen Gruppe können wir uns gegenseitig helfen. Wenn einer gefallen ist, dann helfen wir einander auf. Wenn einer trauert, dann trauern wir mit ihm, wenn er einen Verlust erfahren hat. Wenn jemand eine Beförderung gekriegt hat, dann feiern wir mit ihm zusammen. Wir teilen unser ganzes Leben miteinander. Wir erzählen einander unser Leben, was wir erlebt haben. Wir stärken einander, wir ermutigen einander in einer kleinen Gruppe. Und jedes Mal, wenn wir uns ernsthaft darum bemühen, die Gefühle des anderen zu verstehen, dann bauen wir Gemeinschaft. Gemeinschaft geschieht dann, wenn Barmherzigkeit über Gerechtigkeit siegt. Das ist auch ein Punkt. Er hat mich ungerecht behandelt. Das war nicht fair. Er hat mir wehgetan. Das war nicht gerecht. Ja, wenn Barmherzigkeit über Gerechtigkeit siegt, wenn wir loslassen und den anderen trotzdem lieben, trotzdem annehmen. In einer Gemeinschaft wird unser Charakter geformt. Hier können wir ganz praktisch lernen, ein lebendiges Opfer zu sein und erfahren gleichzeitig den Reichtum eines echten Christseins. Das sind Themen, die wir nur in der Gemeinschaft zusammen erleben können. Ich glaube, es gab ein Wort in der Bibel, Eisen schärft Eisen. Wenn wir miteinander zusammen sind, dann schärfen wir uns gegenseitig. Das ist der letzte Punkt, Hingabe. Es gibt etwas, was uns immer wieder auffällt, Gott in diesem Bereich uns ganz hinzugeben. Und das ist unser eigenes Ego. Immer wieder stolpern wir darüber. Mir geht es zumindest so. Immer wieder stolpern wir darüber. Matthäus 16, 24 steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.
Jesus hat sein Leben ganz unter Gottes Willen gestellt. Er suchte nicht länger seinen eigenen Willen, sondern den Willen des Vaters. Wie können wir unser ganzes Leben hingeben? Indem wir weniger auf uns selbst schauen, sondern auf den Willen Gottes und auf unsere Nächsten. Wir können unser ganzes Leben hingeben, indem wir weniger auf uns sehen, sondern auf den Willen Gottes und auf den Nächsten. Sind wir bereit, ein lebendiges Opfer für Gott zu sein, ein Gott wohlgefälliges Opfer? Hören wir den Ruf Gottes in unserem Leben, uns seiner Sache ganz hinzugeben? In der Bibel können wir sehen, die großen Männer, Frauen Gottes immer wieder, was geschah dort. Wenn wir uns zum Beispiel Mose anschauen, bevor Mose diesen Dienst anfing und das Volk Gottes im Auftrag Gottes aus Ägypten rausführte, sah er zuerst die Not des Volkes mit Gottes Augen. Zuerst kam an seinem Herz: Ich habe das Volk Israel gesehen, ich habe gesehen, wie sie geschrien haben zu mir. Mose hörte diesen Schrei und er nahm diesen Schrei auf. Dann kam von Gott die Berufung auf ihn, das Volk herauszuführen. Wenn wir Jesaja anschauen, zuerst sah er die Not des Volkes mit Gottes Augen, dann kam seine Berufung. Wenn wir Samuel anschauen in der Bibel, er hörte Gottes Stimme und seine Sichtweise auf das Volk Gottes. Dann kam die Berufung. Das heißt, aus dieser Beziehung mit Jesus heraus lernen wir seinen Herzschlag kennen. Wir erkennen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und es wird uns zu einem Herzensanliegen, dass dieses Anliegen gestillt wird. Es ist so wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir lernen, was Gott möchte, dass wir seinen Herzschlag hören für unser Leben. Daraus wird unser Dienst erwachsen. Doch das bedeutet auch, dass wir unserem eigenen egoistischen Leben Lebwohl sagen und es ans Kreuz bringen. Dass wir mit Jesus sagen: Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das bedeutet, dass wir unseren Ängsten uns stellen und darüber hinaus wachsen. Es gibt eine Begebenheit wie in der Bibel, das war Daniel. Dort gab es ein Dekret von dem König, dass alle so eine goldene Statue anbeten sollten. Daniel war Gott hingegeben und er hatte zwei Freunde, die ebenfalls Gott ganz hingegeben waren. Für die hatte das bedeutet, dass sie Gott mehr gehorchen als dem König und sich nicht beugen sollten vor dieser Statue, mit dem Wissen, dass sie dafür getötet werden. Und das ist dann auch tatsächlich so geschehen. Als sie sich nicht gebeugt hatten, hat es der König gesehen, hat die drei genommen und hat die in diesen Feuer, hat einen Feuerofen angeschürt und hat die drei Leute dort in den Feuerofen hineingeworfen. Ein Schmarrn, es waren die zwei, sorry. Genau. Als sie dort reingeworfen sind, sind die Soldaten gestorben, aber die zwei Männer standen immer noch in dem Feuerofen, sind umhergelaufen. Und der König hat das gesehen und er war erstaunt: Was ist da los? Und er hat sie wieder rausholen lassen und sie waren unverbrannt, noch nicht einmal geraucht haben sie. Sie waren ohne irgendetwas und die Folge davon war, dass sich der König gebeugt hatte und gesagt hat: Euer Gott ist der wahre Gott. Und er hat diesen König als wirklichen König über sein ganzes Volk gesetzt, Gott, also den einzigen Gott. Und jedes Mal, wenn wir bereit sind, durch so ein Feuer zu gehen, unsere eigenen Ängsten zum Trotz wirklich zu sagen: Ich folge dir ganz, ich gebe dir ganz mein Leben, dann werden wir erstaunliche Auswirkungen auch um uns herum gehen. Gottes Herrlichkeit und Autorität wird dadurch in unserem Umfeld sichtbar gemacht. Bei Daniel beugte sich eine ganze Nation unter Gottes Autorität und anerkannte ihn als alleinigen Herrn. Das können wir zweimal sehen. Einmal als Daniel in diese Löwengrube geworfen wurde, als er wieder rausgekommen ist, und hat auch der König sofort dann damit reagiert: Dein Gott ist der einzige Gott, und hat ihn über das ganze Volk gesetzt. Ich möchte noch über eine andere Begegnung sprechen, und zwar Elia auf dem Berg Karmel.
Israel ist komplett weggekommen von Gott. Es war König Isabel und Ahab, Königin Isabel und König Ahab waren zusammen, haben das Volk regiert und haben das Baalspriestertum eingeführt und haben alle anderen Propheten töten lassen. Es gab nur noch ganz wenige, die wirklich Gott gefolgt sind, mitunter eben Elia. Irgendwann hat Elia die Baalspriester herausgefordert und hat gesagt, wir wollen schauen, wer ist der wahre Gott. Und sie sind auf diesen Berg gekommen, diese ganzen Baalspriester sind hochgekommen und er ließ zwei Altäre aufbauen. Und hat gesagt, macht ihr euren Altar, tut ihr euer Opfer dort drauf, ich baue hier den Altar und tut das Opfer von mir für meinen Gott drauf. Er ließ die Baalspriester dort rumspringen, ihren Gott anrufen. Das Einzige, was sie nicht machen durften, Feuer machen. Das Feuer musste von dem Baal kommen. Die sind den ganzen Tag da drum rumgesprungen, haben angefangen, sich zu ritzen in Ekstase, haben sie sich hineinmanövriert, wie auch immer. Auf jeden Fall, es kam kein Feuer. Dann ist Elia hergegangen, hat gesagt, okay, geht beiseite, nun werde ich das Opfer bringen. Er setzte die 12 Steine, für die 12 Stämme Israel dort standen. Er machte einen großen Graben, er machte das Opfer, zerteilte den Stier da drauf, legte den drauf. Dann nahm er Wasser, schüttete das Ganze noch mit Wasser voll. Dann betete er und das Feuer Gottes fiel. Und das ganze Volk hat gesehen, das ist der einzig wahre Gott. Und anerkannte ihn als alleinigen Herrn. Daraufhin im Nachgang hat er die ganzen Baalspriester töten lassen, sind noch ein paar andere Sachen passiert. Aber das ganze Volk hat gesehen, das ist der einzig wahre Gott, denn Feuer vom Himmel ist gefallen. Und ich möchte hier einen Vergleich ziehen zu unserem eigenen Leben. Wenn wir bereit sind, unser eigenes Leben, egoistisches Leben auf den Altar Gottes zu legen, damit wir in seine Bestimmung hineinkommen, werden wir sehen, wie Gott in unserem Leben sein Feuer anfachen wird. Der Stier, der dort drauf lag, wir können das sehen, das steht für unsere eigene Kraft, für unsere Willensstärke, für unser Ego. Wenn wir das auf den Altar legen vor Gott, dann das Wasser, was oben drauf kam, steht dafür, dass wir uns entschieden haben, unser eigenes egoistisches Leben in den Tod Jesu zu geben, wie bei der Wassertaufe. Wir geben uns selbst hin und das ist ein Ausdruck davon. Und wenn wir das tun und ganz Ja sagen zu Gott, zu seinem Weg für unser Leben, dann werden wir sehen, wie Gott mit Feuer antworten wird, wie seine Herrlichkeit in uns sichtbar werden wird. Wir legen unsere eigene Kraft und Stärke, unsere eigenen Fähigkeiten auf den Altar und geben es durch die Wassertaufe in den Tod. Wenn wir durch das Leben uns selbst als lebendiges Opfer Gott zur Verfügung stellen, wird er mit seinem Feuer antworten und unser altes Ich, unser Ego verzehren. Die Auswirkungen sind, dass sein Name in unserem Umfeld, unserer Nation bekannt gemacht wird, als der alleinig wahre Gott, als der Herr, vor dem sich alle Knie beugen. Seine Herrlichkeit wird sich durch unser Leben offenbaren, in unserem Umfeld. Die Frage ist, möchtest du ein Träger der Liebe Gottes sein, seiner Kraft und seiner Herrlichkeit? Dann gib dich heute ihm ganz hin, vertraue ihm. Schau, Gott möchte nur drei Dinge von uns, ganz einfach. Schau weg von dir selbst und lerne zu lieben. Gott zu lieben mit all deiner Kraft und die Menschen zu lieben. Das ist alles, was Gott von uns möchte. Dass wir aufhören, auf uns zu schauen, auf ihn schauen. Dass wir ihn lieben mit all unserer Kraft, mit all unserem Verstand, mit unserem ganzen Sein. Und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und darin erfüllen wir das ganze Gebot Gottes. Und wenn wir bereit sind, dieses lebendige Opfer vor Gott zu sein, dann werden wir sehen, wie außergewöhnliche Dinge in unserem Leben geschehen. Wie seine Herrlichkeit durch unser Leben freigesetzt wird. Ja, es wird nicht immer einfach sein. Es gibt Zeiten, wo wir vielleicht emotional irgendwo uns nicht einfach fühlen. Doch das alles dient dazu, dass wir tiefer in diese Beziehung mit Gott hineinwachsen
dass wir mehr ihn kennenlernen, seine Persönlichkeit kennenlernen, dass mehr seine Herrlichkeit durch unser Leben freigesetzt werden kann in unserem Umfeld. Und jedes Mal, wenn wir uns bereit erklären, diesen Schritt zu tun, bereit erklären, trotzdem Gott die Ehre zu geben, egal wie die Umstände sind, egal wie ich mich fühle, egal was in meinem Leben auch geschehen ist, sehen wir, wie der Himmel auf Erden in unser Leben hineinkommt und durch unser Leben hinein weiterfließen wird zu anderen Menschen auch. Wir werden seine Herrlichkeit freisetzen. Wir werden Träger seiner Herrlichkeit sein. Ich möchte euch heute herausfordern, auch Gott zu antworten. Wir haben das Abendmahl vorhin gefeiert. Jesus hat alles gegeben für dich. Er liebt dich so unglaublich. Er sehnt sich nach dir. Der Vater im Himmel hat diesen Schrei in seinem Herzen nach uns. Und er will uns erretten aus unserer Verlorenheit. Und wenn er dich herausgeholt hat und du gerettet bist aus Verlorenheit heraus, dann möchte er sein ganzes Leben mit dir zusammen teilen. Er möchte mit dir durchs Leben gehen. Er möchte dir seinen Ruf für dein Leben schenken. Er möchte, dass du ihn hörst. Und er möchte dich gebrauchen, hinzugehen, ihn zu lieben und die Menschen um dich herum zu lieben. Wenn du bereit bist und sagen willst, ja, Jesus, ich möchte ein lebendiges Opfer sein. Ich möchte auf dich schauen, ich möchte dich lieben und ich möchte Menschen lieben. Dann können wir das auch ganz praktisch tun. Ich möchte euch auch da einfach herausfordern, über eure eigenen vielleicht Ängste, Begrenzung oder ja, Unsicherheit hinauszugehen. Und jeder, der sagt, ja, ich möchte wirklich Gott lieben, ich möchte Menschen lieben, ich möchte dieses größte Gebot in meinem Leben wirklich umsetzen, dass wir aufstehen und jeder, der möchte, kann gerne auch nach vorne kommen als Proklamation, einfach zu zeigen, Jesus, ich möchte ein lebendiges Opfer sein, ich möchte mich ganz dir hingeben, ich möchte mein Leben dir niederlegen, ich will dir vertrauen, dass du das Beste hast für mein Leben. Steht Vers 32.
Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes sitzt, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christus? Drangsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um seinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum, noch Gewalten oder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, Jesus, wir sagen Ja zu dir. Wir sagen Ja, Jesus, zu dir. Ich danke dir, dass deine Liebe ewig gilt, Herr. Dass egal, ob wir sie spüren oder nicht, Herr, dass du uns liebst, Herr, dass du uns angenommen hast, so wie wir sind, Herr. Dass du selbst aus dem Himmel herabgekommen bist, Herr, alles aufgegeben hast, Herr, für uns. Dass du dein Leben, Herr, als nichts erachtet hast, Herr. Dass du dich hast erschlagen lassen, auspeitschen lassen, Herr, darstellen lassen hast, Herr, so dass du nicht mehr menschlich ausgesehen hast und für uns ans Kreuz gegangen bist, Herr. Dass du dein ganzes Leben ausgeschüttet hast, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke für diese große Liebe, Herr, die du gezeigt hast, als du dein Leben für uns gegeben hast, Jesus. Herr, und wir antworten ja, ja, wir wollen unser Leben auch dir geben. Wir wollen uns dir hingeben, Jesus. Und wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Ja, wir wollen auch unseren Mitmenschen lieben, Herr. Wir wollen in dieser Liebe wandeln. Wir wollen in dieser Liebe, ja, wirklich gehen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, unsere egoistischen, ja, eigenes Leben wirklich hinzugeben, Herr, auf den Altar zu legen, sodass deine Herrlichkeit wirklich kommen kann, Herr, dass dein Feuer, das Feuer deiner Liebe in unseren Herzen brennt und unser eigenes verzehrt, Herr, sodass wir wirklich zu etwas komplett Neuem transformiert werden, Jesus. Ja, dass wir ein neuer Mensch werden, ein neuer Geist werden in dir, Jesus, mit dir verbunden werden, mit dir zusammen sind, Jesus, durch das Leben gehen, Jesus. Dass wir wirklich Zeugnis davon ablegen, von deiner Herrlichkeit, von deiner Majestät, Herr, von deinem Königtum. Dass wir ein neues Leben leben, Herr, wohin wir auch gehen. Nicht mehr länger unser eigenes, sondern deins, Jesus. Dass deine Herrlichkeit sichtbar gemacht wird durch unser Leben. This is my surrender.
is where I lay down. Here is where I lay it down. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you. Here is where I lay it down. Every
Und Herr, wir sagen, wir wollen zurückkehren zu diesem wahren Herz der Anbetung, wo es nur um dich geht.
nur um dich, wo es nicht mehr länger um uns geht, sondern wo es um dich geht, Jesus. Und heute möchten wir diese Entscheidung treffen, Gott, dich zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben und in diesen Lebensstil von dieser Lebensbeziehung mit dir einzutreten und mit dir in Verbindung zu bleiben, Jesus. Und mit dir zusammen durch unseren Alltag zu gehen, Herr. Und unser Leben komplett dir auszuliefern, wo es nicht mehr um uns selber geht, wo es nicht mehr um unsere eigenen Interessen geht, sondern wo es einfach nur darum geht, dich anzubeten, dich lieb zu haben, mit dir zusammen durch den Alltag zu gehen. Du in uns und wir in dir und wir zusammen einfach in dieser Liebesbeziehung, Herr, dass wir nach diesem Lebensstil, Jesus, wir sagen, wir möchten diesen Lebensstil in unserem Leben haben. Dass wir sagen, dass wir Gott lieben mehr als alles andere. Mehr als alles andere. Mehr als alles andere. Heiliger Geist, führe uns da hinein in dieser Woche. Erinnere du uns an diesen Lebensstil und was unsere konkreten Punkte sind, was wir tun können, Jesus. Heiliger Geist, erinnere uns an diese Predigt von heute. Erinnere uns an das und zeig uns, wie wir es überhaupt machen können. Weil das musst du auch uns du zeigen, Heiliger Geist. Wir sagen dir so danke. Danke, Jesus. Wir sagen ja zu diesem Lebensstil. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich könnte noch Stunden in dem bleiben, aber der Samuel hat uns ja heute beigebracht, dass wir das auch zu Hause weitermachen können. Und ja, es ist ein Lebensstil. Amen. Ich möchte noch ein paar Ansagen machen. Die meisten haben das wahrscheinlich schon mitbekommen, dass unsere Pastorin, unsere Senior-Pastorin, Anne-Rose Köhn, dass sie in den Himmel gegangen ist. Und wir hatten am Freitag hatten wir die Beerdigung und sie und Pastor Otto haben gemeinsam diese Gemeinde hier gegründet. Und das, wer wir heute sind, unser Herzschlag, wie wir mit Jesus zusammenleben, ist gegründet auf dem, was sie hier reingelegt haben und ist gebaut auf diesem Fundament. Und du bist heute hier und gehörst zu dieser Gemeinde und liebst diese Gemeinde, hoffentlich, Halleluja, weil das gebaut wurde auf dem Fundament von Pastor Otto und von Pastorin Anne-Rose und das, was sie hier reingelegt haben, also natürlich auf dem Fundament von Jesus Christus, aber Jesus hat Pastor Otto und Pastor Anne-Rose verwendet und diese Leidenschaft, die wir in uns tragen, ist das Erbe, das wir von Pastor Otto und Pastor Anne-Rose haben und jeder Einzelne hier in diesem Raum, ihr seid Miterben von dem, was sie getragen haben. Amen. Und ihr dürft gerne hinten, haben wir so einen Lebenslauf mit ein paar Bildern von Anne-Rose, die ihr euch gerne anschauen dürft. Auf der Rückseite ist ein Lebenslauf, eine kurze Version und eine lange Version. Ich lege euch sehr ans Herz, auch die lange Version zu lesen, weil da super viele Geschichten und Dinge drinstehen, die viele vielleicht auch noch gar nicht so wissen über das Leben von Anne-Rose, was sie erlebt hat mit Gott. Und wie Gott sie durchgetragen hat durch verschiedene Zeiten. Und es gibt auch ein Buch hinten, wenn du hier bist und du hast, und ich weiß, dass ganz, ganz viele auch begleitet wurden von Anne-Rose. Und ja, wenn ihr irgendwie ein Erlebnis habt oder irgendwas, wo ihr noch Danke sagen wollt oder irgendwas, was ihr irgendwie gerne festhalten wollt, da ist auch dieses Buch, wo ihr das noch reinschreiben könnt. Genau, und da liegen auch einen ganzen Stapel an Büchern. Und zwar ist es so, dass Pastor Otto ein Buch geschrieben hat über sein Leben, was passiert ist und auch die Geschichte von der Gemeinde. Und ich lege euch das sehr, 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 sehr ans Herz, dieses Buch mitzunehmen und einfach reinzuschauen. Er war ein absoluter Glaubensheld. Und man kann ihn direkt einreihen in die Helden aus dem Alten Testament, nur dass er, und dann die Helden aus dem Neuen Testament und dann kann man Pastor Otto damit einfügen. Und ja, ich kann es euch sehr ans Herz legen, dieses Buch mitzunehmen. Und dann gibt es noch so eine kleine Broschüre mit
mit Worten, prophetischen Worten und Themen, die er auf dem Herzen hatte, die er aufgeschrieben hat, ganz kurz bevor er in den Himmel gegangen ist. Das liegt auch da hinten, könnt ihr gerne mitnehmen. Genau. Und ansonsten, mal kurz auf meine schlaue Liste gucken, haben wir nächsten Sonntag wieder Gottesdienst, dafür hätte ich die Liste gar nicht gebraucht. Und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, jetzt auch nach dem Gottesdienst. Wir haben noch eine Zeit von Gemeinschaft. Wir können Zeit investieren, wie Samuel heute auch schon gesagt hat. Wir können quasi direkt in die Umsetzung der Predigt gehen und einfach Zeit miteinander verbringen. Ihr seid eingeladen zu einem Kaffee hier hinten. Genau. Und dann wird uns, also Immanuel und Efi sind im Urlaub. Übrigens. Und sie lassen ganz herzlich grüßen. Und ich überlege kurz, wer heute den Segen spricht. Der Samuel, der darf uns heute den Segen sprechen. Halleluja. Ja, ich darf euch in Jesu Namen segnen mit Gottes übernatürlichen Frieden, mit seiner Gnade und seiner Liebe, die euch folgt, wohin ihr auch geht. Ja, dieses Segen wird euch nachjagen, heißt es, wenn wir ja einfach unser Herz Gott hingeben. Und ich segne euch mit ganz vielen auch einzelnen Erfahrungen, auch unter der Woche, wo ihr Zeit einfach mit Gott habt, wo ihr Freude empfangt, wo ihr Worte Gottes hört, wo ihr Eindrücke bekommt. Und ich segne euch mit ganz vielen Momenten auch, wo ihr in Gemeinschaft einfach ja, Gottes Liebe weitergeben könnt. In Jesu Namen. Amen. Sing dir Lieder meines Herzens, weil ich dich so liebe, dir allein gehört all mein Lob. Ich komm mit Dankbarkeit und Lobpreis in deine Nähe, wie ein Sieger vor deinem Thron. Ich sing dir Lieder meines Herzens, weil ich dich so liebe.
im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, im Lobpreis deiner Töchter, im Lobpreis deiner Kinder. Wir lieben dich. Du bist gut, gut, so gut. Meine Seele singe gut, gut, so gut. Meine Seele singe gut, gut, so gut. Meine Seele singe gut, gut, so gut. Al tuo trono io mi arrendo, apro il mio cuore e mi arrendo, riconosco che sono debole. Get
is our home, the presence of God. We have a Father, 'cause the blood of Jesus is enough, it is enough. Hallelujah. Son, let every daughter confess her love to you, the Father. Let every son, let every daughter confess her love to you, the Father. Let every son, let every daughter confess her love to you, the Father. Ciò che fa male lascio nelle tue mani. Il mio futuro, quel che non so, lascio nelle tue mani. Sei l'unico che mi capisce, l'unico che non tradisce.
Schön.
Tonight.
gibt's auf der Welt. Kommt mich hier erfüllen. Lob und Erfolg, die Schätze der Welt, genug war es nie. Doch du kamst zu mir und fügtest mich zusammen. Mein Herz ist erfüllt, die Sehnsucht gestillt, weil du mich liebst. Nichts und niemand ist besser als du. Nichts und niemand ist besser als du. Nichts und niemand ist besser als besser. Du machst Gräber
anderes als Kampf sehen, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich von mir nur den Berg seh, siehst du ihn schon versenkt. Und wenn ich durchs finstere Tal geh, dann wirst du mir